So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Fire Emblem 7 Blazing Sword. Oh yeah, wir sind in der 66. Folge angekommen und das ist die zweite Folge in HD. Ja, hi, Dummsinn quasi bei mir hier. Ja. So, und auch im Gegensatz zur letzten Folge müsste die Audioqualität jetzt wieder vernünftig sein. Denn das ist in der letzten Folge irgendwie ein bisschen gescheitert, weil ich musste mich erst an diesen neuen Audiotreiber-Dingsen-Gedöns, bla, blub, gewöhnen. Weil ganz ehrlich, ich habe die Aufnahmelautstärke unterschätzt. Früher musste ich immer 100% machen und das war auch das Limit der, des Ganzen. Also ich musste das wirklich so laut machen, dass meine Stimme halbwegs zu hören war. Wie, als ich sie noch nicht hochgepusht hatte, könnt ihr euch Super Mario 64 die irgendwelche Folge zwischen 1 und 15 angucken. Da hört man, wie leise das ist, wenn man noch keinen Ton hochgedreht hat bei dem alten PC. Aber nun, der neue PC scheint auch audiotechnisch ein bisschen mehr auf dem Kasten zu haben. Deswegen reichen 50% Aufnahmelautstärke. Ich war also schlichtweg überdröhnt. Sorry dafür, kommt nie wieder vor. Ich habe jetzt ausgiebige Voraufnahmen gemacht, um zu testen. So, ich habe mich schon vorbereitet, natürlich, um euch ein bisschen Scheiß zu ersparen. Der letzte Part war ja wieder nur Gefasel. So, ich habe ein paar Items vergeben. So, wieso hast du hier noch wieder ein Eisen? Eine Sache, ich doch wieder übersehen. Ah, derp. Sorry, sorry, sorry. Sorry. So, kriegst ein Eisenschwert. Bringt bei Sabbat. So, jetzt erstmal, wir können noch nicht loslegen, Leute, weil es muss noch ein bisschen weiter getan werden. Ich habe gesagt, ich vergebe keine Items, ohne dass ihr das seht. So, der liebe Hector kriegt jetzt sein Himmelsiegel, denn haben wir das, wir im letzten Part erhalten. Und nun können wir es nutzen. Let's go! Die erste Entwicklung in HD. Boah, fett. Das sieht ja richtig cool aus. Naja, so cool wie es halt eben auszusehen kann auf dem Gameboy Advance. Alter, fetten Boost, Alter. 5 Resistenz, 3 Speed, voll kranke Scheiße. So, und bei Hectors, ist die einzige Lord-Entwicklung, die keinen Boni Bewegungsreichweitenraum kriegt, Dingsen gedöns, weil das Spiel sich so gedacht hat, nö, der ist wie so ein Oswin, ja, der kriegt nicht noch mehr Verteidigung, der kriegt nicht noch mehr Bewegungsreichweite. Tja, wenn ihr das nicht wollt, dann gebt ihr ihm den Teil. Voll geil. So, und er kriegt auch noch von Fiora eine Göttin und ein Geheimbuch. Weil cool und so. Kann er gebrauchen. Und auch noch eine Göttin. Alter, richtig pornorös jetzt hier. 18 Fähigkeit und sein Glück. Geil. That's epic. That's very good. Das ist ja very gut. So, er kriegt von mir eine Tempofina, die Rüstung geht auch mal aus. Twang, der kommt dann nämlich jetzt ein bisschen langsam. Er muss jetzt echt ans Teamniveau ran, sonst hängt da einmal zurück und für immer. So, hier, ich verkauft. Ich habe übrigens den ganzen alten Schnickschnack-Scheiß verkauft. Warte mal, hier hast du noch neue Schwerter im Lager vielleicht. Noch ein Schnitter, haben wir bestimmt noch viele von. Ja, hier nimmst du mal noch einen mit. Ansonsten Stahlschwert zu Hause lassen, was du ja, willst du noch ein Kriegerschwert, Silberklinge mitnehmen hier, voll fett und so, brauchst du gar nicht. Nimm Silberschwert mit. Und lass dafür das scheiß Stahlpferd hier weg. So. Weil wir können in diesem Kapitel keinen Merlinus benutzen, heißt keine Lagerungsscheiße, das ist schon mal dumm. So, Nino habe ich mit jetzt ausgerüstet, sodass sie auch nicht wirklich Geschwindigkeit viel verliert. Eine verliert sie mindestens immer, aber Level 5 mit 10 Speed ist trotzdem gut. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich habe ihr eine Erinnerung gegeben, die brauchen wir dringend in diesem scheiß Kapitel. Ja, ein Wunder. So, sie kriegt einen Draco-Schild, weil sie ist die eine mit der, also nicht mit der schwächsten Verteidigung an sich, mit, hier so Scherze wie Lucius oder Kenneth sind noch schlechter in der Defense, aber ich weiß nicht, einfach, sie ist mehr Combat, daher braucht sie es einfach. So, Christen und Delphi-Schild natürlich zurück. So, jetzt muss ich mal gucken, wer hat noch Update-Gedöns? Ich habe die alle schon mal verteilt. So, er kriegt zum Beispiel einen Talisman, guck mal. Twang, geil, geil. So, weil er ist wirklich der schlechtesten Resistenz. Selbst Heath hat besser abgeschnitten, was mich schon sehr erschreckt hat, irgendwie, muss ich sagen. So, hast du mit, hast du mit? Komm, kriegst du noch ein Stahlschwert mit, oder? Ich glaube, ich pack mich auch mal viel zu voll. Das lohnt sich ja mal halt gar nicht wirklich. Du kriegst die Göttin, genau. Und ich weiß, was du dann machen als Einheit kriegst. Jetzt hat er nämlich schon mal 11 Glück. Das ist auch schon mal ein bisschen besser wenigstens. Und du kriegst noch eine helle Bade mit, weil ich habe hier Rittergedönse gesehen. Wo ist die helle Bade? Ach, das ist eine Axt, genau. Twang, so haben wir. Waven, Heath, Bartre, genau. Du kriegst noch ein Geheimbuch. Twang, also 17 Fähigkeit. Ich habe beiden, also ich habe 2 Fähigkeitsbücher gehabt. Die gibt es auf jeden Fall den 2 Standard-Axt-Nutzern, ja, Waven hat auch Axt dabei, hat jetzt, wenn er treffen will, als Ausweichmöglichkeit die Schwerter, das haben die beiden hier nicht. Na, doch, jetzt Hector theoretisch auch, ich gebe ihm auch noch ein Schwert, weil das sieht echt mordsmäßig cool aus, wenn er damit zuhaut. Und deswegen, Derby Derb, das muss ich tun, das geht nicht anders. Tut mir sorry und so. So, was ist der liebe Hector hier, jetzt kann er richtig rumbashen.
Noch ein Silmarks mit einem Meistax. Was haben wir denn noch alle der Mann hier bot? Ein Klingenmeister braucht er nicht mehr. Hat der jetzt selber ein Schwert, um gegen Schwerter anzustinken? Ach, komm. Hier, ganz ehrlich, Alter, 16 Gewicht. Krasse Scheiße. Wie viel hast du? 15. Verlierst gerade meine Geschwindigkeit. Voll krank, die Scheiße. So, ich glaube, ich gebe ihm eine Silberaxt noch mit. Und dann nehmen wir noch ein schönes Eisenschwert. Oder, boah, der kann sogar schon eine Eisenklinge nutzen. Boah, auf jeden. Du hast die Konstitution dafür und es gibt doppeltes Schwerterfahrungslevel. Sieht außerdem eigentlich, also wenn er das Schwert schwingt, sieht es aus wie ein Eisenschwert, wie eine Eisenklinge. Von daher, it's a good idea. It's a very good idea. So, Kent hat sich voll gerüstet jetzt. Habe ich jetzt noch irgendwelche Updates vergessen hier? Zane ist leer. Sie hat noch eine Engeltruhe, da habe ich mich noch nicht entschieden, wie ich die geben könnte. Ganz Magier. Ja, weil ganz ehrlich, wenn Kenneth jetzt ein Level kriegt jetzt hier und deine Entwicklungsboni ist auch bei 33, haben wir bestimmt auch. Genauso wie Erg, aber noch viel Level niedriger. Also lohnt sich das an ihr auch nicht wirklich. Lucius ist sowieso jetzt nicht so, der unbedingt sei, der muss ich jetzt nach vorne schicken. Priscilla würde sich ja auch noch lohnen. Da habe ich überlegt, ob ich hier die Tempofeder nehme, habe ich dann doch einmal dagegen entschieden. Ja, ansonsten, ich weiß auch übrigens von wegen, ich habe jetzt die ganzen Entwicklungsseite verkauft und einige haben mir schon gesagt, ja, aber wenn du den Fun-Swank pushen willst, dann darfst du das nicht verkaufen, weil, ich erkläre euch das mal jetzt. Für euch, der Fonsreng, wie man oben so ausspricht, Fons, glaube ich. Das ist ja all Itemwert, den man besitzt, plus das Besitzgold, was man besitzt. Und natürlich kann man sagen, man verkauft ja Items nicht zu dem Preis, den sie eigentlich wert sind. Man verkauft ja mal für die Hälfte oder so, ich glaube genau die Hälfte. Ich glaube, ein Ozeansiegel kostet 50.000 und verkaufen kann man es für 25.000. Das heißt, ich verliere die Hälfte an Wert, wenn ich Items verkaufe, aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Ich bin kein Sternchensammler, da kann ich bei Super Mario 64 machen oder so einen Scheiß. Wir gucken mal hier, wir haben 5 Sterne. Ist doch cool, ja. Profitiere ich schon ewig nicht mehr gemacht. Brauche ich irgendwie nicht. Ich muss mit dir sprechen, lieber Alter, und ich bin müde. An dir kämpft so hart Tag ein Tag aus. Heute eine Marsche ist wie morgen eine glühende Wüste. Ich bin verbraucht und erschöpft, um niemals zu sagen, ist zu viel für mich. Ich kündige. Ich bin eine bescheidene Fahrsagerin. All diese Kämpfe sind viel zu viel für mich. Das mehr kann ich nicht ertragen. Navin, der Meister, macht dir keine Sorgen. Ich habe dafür gesagt, dass sie mir meinen Platz einnehmen wird. Pass gut drauf dich auf. Ich werde für dein Wohlergehen beten. Oh, ach ja, stimmt, das kommt ja irgendwann, macht ja Nils unsere Voraussagen. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich habe nämlich aktuell noch kleine Probleme noch mit dem Computer. Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Irgendwie funktioniert also die Grafikkarte, wenn die eine bestimmte Temperatur erreicht, so 40 Grad im Schnitt, so ein bisschen drüber, ja, dann fängt mein Bildschirm ganz leicht an zu flimmern, kann man sagen. Aber ich kühle, geht's wieder weg auf jeden Fall. Ja, okay, wollte deine Weisung hören. Hat er mich gebeten, euch mit meinen Fähigkeiten zu dienen, um ehrlich zu sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das kann, aber ich werde mein Bestes geben. Ja, wie ab 40 Grad. Ich habe gelesen, es ist für Grafikkarten überhaupt gar keine Temperatur. Über 50 Grad, also ab 70 wird es dann langsam ein bisschen brenzlig. Was ist denn das Wort? Derp. Aber 40 Grad ist doch keine Betriebstemperatur. Wenn es ganz, ganz krass wird, dann fängt der Bildschirm so stark an zu flackern, dass mein PC sich dann irgendwann runterfährt. Und das sind Sachen, die ich nicht haben möchte. Und ich frage mich, warum? Warum ist meine Grafikkarte so empfindlich dagegen? Keine Ahnung, Derp. So, wer irgendwie davon wissen will, ja, was hast du denn für Grafikkarten und so, der einfach per PN oder per Nachricht oder per Comment oder irgend so ein Kram fragen. So, ich bin jetzt ausgerüstet. Ich habe ja schon Einheiten gemacht. Ich habe jetzt Items gemacht. Habe ich auch nichts vergessen. Das ist wichtig. So, ganz wichtig natürlich hier, habe ich erzählt, glaube ich, Erneuerung. Barriere habe ich nur aus Spaß noch mitgenommen. Ich glaube, wir sind da ausgerüstet soweit, ja. Viel mehr kann nicht schief gehen. Würde ich sagen, legen wir los. Damit es jetzt mal vorwärts geht hier, weil im letzten Part war nur geschwafelt. Sorry dafür, aber was soll man machen, ne? So, Hector, wie schön er laufen kann, ist so geil. Und ich muss natürlich auch aufpassen auf diese Einheit hier mit seinem... Ha, jetzt kann man es machen. Hier seht ihr die Stabreichweite. Man muss nur doppelt auf eine Einheit klicken, dann sieht man halt diesen grünen Reichweitenstab hier. Und das ist der Stabreichweite. Und hier explizit für den Spacken natürlich der Berserkerstab. Und... der hat mir schon mal ein halbes Team zerfetzt, einfach weil er irgendeine starke Einheit mit schlechter Resistenz bei mir erwischt hat und ich wollte ihn natürlich nicht töten. Und ist sie einfach quer auf meine Einheiten losgegangen und hat die alle umgeschlitzt. Das war weniger cool. Das war scheiße, um ehrlich zu sein. Aber hey, was soll's, euer Hector, du bist jetzt mal hier ein bisschen loslatschen. Schnapp dir mal die Eisenklinge, ich will dich mit dem Schwert sehen, einfach nur weil die Typis hier oben Lanzen haben. Macht natürlich voll Sinn, aber ist mir nicht egal. Ja, trifft er mich halt mit einer Giftlanze. Hier kommen 81%. Könntest du auch trotzdem ausweichen, Hector, wenn er nett bist. Na, mal sehen. So, ansonsten, ich werde auf jeden Fall sie immer mit on board haben. Weil ganz ehrlich, ich will nicht, dass er mich hier extra Erneuerung mitgenommen für diesen scheiß Berserkerstab. Ist der beste Mittel dagegen. So, Heath, du wirst hier rumfliegen. Bzw. hier unten lang fliegen, weil ganz ehrlich,
Das ist echt nicht cool. So, warte mal, wer von unten... Ja, ich hab... Du hast ein Gewitter und ein Elfenlicht und du hast nur ein Elfenlicht. Ja, der hat natürlich ein paar mehr Werte als Weiser. Er hat, naja, nicht so wirklich viel zu melden. Weil könnt ihr trotzdem mit dem Gewitter einfach mal losfashen und einfach irgendeine Anheit angreifen. Das will ich nicht. Ich muss ihn dir abnehmen. Tut mir sorry und so. Ninian, tanz bitte mal für den lieben Heath. Jetzt hat's auch mal eine Animation. Ich find's so geil, wie das Bild so übelst geil flüssig läuft durch die 60 Frames. Das ist total geil. So, ihr könnt mir mal schreiben, habt ihr denn im letzten Part die Qualitätsunterschiede gemerkt? Also qualitativ, naja, geben wir ja, du hast es halt nicht das Hochauflösendste. Aber einfach am Fluss des Bildes merkt man es doch schon arg, finde ich. So, ich will irgendwas zum Schlitzen. Ach komm, los, weg den Gewitterfritzen. Ja. Und nochmal. Tschüss, Mann. Geil, das hat geil. Ich liebe das, I love it. Ah, der neue PC ist geil, aber ich habe irgendwie Sorgen um die Grafiker. Ich würde mich da echt wünschen, dass da irgendwie einer der Ahnung hat, mir da irgendwie mal ein bisschen die Arme greift. Und guck mal hier, Jafar haben wir jetzt auch erstmals mit. Eigentlich eine ziemlich gute Einheit, muss man sagen. Der, ich weiß nicht, ich glaube, er ist auch tatsächlich besser als Ligold, muss man sagen. Ich glaube, Level 13 könnte Ligold ja schon ähnlich gut sein, derp, aber... bis dahin braucht er einfach nur so lange. Ich weiß nicht, ob ich das tun soll, Leute. Jetzt die neueste Stärke schon, den Schnitter haut er echt übel rein. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir das neu genau. Ligold, ich mag selbst trainierte Einheiten lieber. Ich bin kein Fan von vorentwickelten Einheiten. Man hat es wahrscheinlich in meinen bis jetzt hier in Fire Emblem Let's Plays irgendwie sehr intensiv gemerkt. Für die sagen, hey, nimm doch die und die Einheit, ist doch viel geiler. Dann brauchst du doch viel weniger Aufwand. Aber das ist einfach ja das Sache. Man hat da nicht so viel Aufwand dran. Die Einheiten sind einfach nicht so persönlich für mich irgendwie. Aber Jutta, das ist halt natürlich Larifari und so. Interessiert euch wahrscheinlich eher ein Schiedendreck. So, ja, ich habe einen scheiß und heiden Respekt vor diesem Kackstab, ey. Aber gut. Bisschen kann ich erstmal ohne Problems, wird lauter in die Problemse. So, kennt latsch mal alle mit, latsch mal alle mit hier echt mal. Nino, schön in der Mitte, hier, er hier gleich daneben und so, die können vielleicht auch mal ein Quatschen und mal ein bisschen Support-Action machen. Weiß man ja nicht, ob etwas bringt. So, du kommst hier hin. Ihr seht schon, die Einheiten quetschen sich hier irgendwie en masse hier durch die ganzen Ritzen. Er hat Ritze gesagt, boah Leute, hört auf. So, die kann natürlich übers Wasser laufen. Ist natürlich günstig, muss man sagen. So, jetzt geht's los, Alter. 50 und... Oh, vergiftet. Oh, das Riesenschwert. Alter, voll geil. Du Furzer. Ist halt voll geil. Ich finde das Schwert so geil aus. Wie das Ganze lässt sich über die Schulter trägt. Der geile Fettumhang. Ich finde Hector sieht so cool aus als voll entwickelte Einheit. So, Pillemann Old Survival zu von mir. Oh, wir machen mir 4 Schaden. Ja, wir machen 4 Schaden, Alter. Schlitz. Und Furzer. Schlitz. So geil aus. Fick einfach nur fucking epic, muss ich sagen. Oh, es wurde gibt auch richtig gute Erfahrungspunkte, weil er einfach Level 1 ist. Tja, da er Training braucht. Ja, warum nicht, ne? So, das könnte wehtun. Ich weiß. Schwätze! Daneben. Verkackt, Kumpel. So, das ist ja wunderschön. So, Swoot, da kommen noch mehr Einheiten. So, ich habe heute ein bisschen wenig Heiler mit der ein oder andere, wird's schon bemerkt haben. So, der wird die alle umschlitzen, das sieht doch jetzt schon wieder. Oh, it's not good. Komm, wir starten, ich mach mal Erneuerung hier einfach mal. Giftstatus, der muss weg. Ist aber voll geil aus irgendwie. Oh, ich finde das liebe, wie das Bild so flüssig läuft. Das ist so geil. I love it, I just love it. Das ist so geil. Ich hoffe, YouTube rendert das eine Helle irgendwie runter auf 30 Frames, das wäre mal voll kacken dreist irgendwie. Das wäre mal voll kacken dreist. So, hier Mike, man, One-Hit-Kill draus. Tschüss, du Spacken. Grüne Haare. Aber bestimmt aus deiner Nähe von mir. Die ist auch grünhaarig. Oh yeah. Oh, geil. Noch mehr Resistenz. Jetzt hat er Waven wieder eingeholt. Trotz Resistenz. Ey, so geil. So eine starke Einheit geworden mittlerweile. Ah, ich liebe es, Fire Emblem zu spielen. Ist einfach nur geil. Wie macht einfach nur Spaß. So, Kumpel. Ja, Kenneth möchte gerne vorrutschen, aber er hat keinen Platz dafür. Die sich alle echt hier drauf drängeln. Das ist total bekloppt irgendwie. Aber Kenneth braucht mal XP irgendwie. Ganz dringend. Ich glaube, wir kriegen hier den Leitstern irgendwo und den werden wir auch hier dann instant irgendwo benutzen. So, Florina kann natürlich schon viel weiter vorpreschen. Und ich glaube auch, die hat ihre... Ich weiß natürlich... Ah, jetzt habe ich es nicht ausgerechnet. Aber ich glaube, die greifen mit dem scheiß Berserkerstab, greifen die nur Einheiten an, die auch mindestens... Also ihr seht, der hat keine große Magie.
Und die eigene Magie und die gegnerische Resistenz bestimmt halt, wie genau der Stab ist. Heißt, mit dem Berserker-Stab könnte er bei Florina Askayen verkacken. Heath darf sich natürlich nicht so weit in diese Richtung bewegen mit seiner 7 Resistenz, weil er das definitiv... Also alles, was unter 10 ist, ist eigentlich schon in Gefahr, kann man sagen. Habe ich jetzt so als Erfahrung. Ich habe jetzt die genaue Rechnung dafür nicht im Kopf. Ich weiß nur, irgendwie Magie bringt denn 5% mehr Trefferrate. Resistenz setzt 5 Ausweichen dagegen. Ist so, Florina, ich sehe schon, du machst hier überhaupt ja keinen Schaden. Das ist ja mal voll scheiße. Alter, das ist ja mal voll lame. Daneben triffst aber trotzdem... Oh, zap, zap, zap. Und Crimson, 18 Damage. Aber mal ein Critical, der nicht mit einem Tod endet. Das ist ganz selten eigentlich. Ja, Florina, dir fehlt echt stärker. Wenn ich mal irgendwie einen Energiering kriege, obwohl Kent wäre da auch ein Anwärter dafür, weil er hat noch weniger Stärke als eine Frau. Schäm dich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen rassistisch, I know, aber ist egal. Sag mal, Stulle. Wen interessiert den Rassismus? Niemand. Swoot. Oh, wunderschön. Oh, jetzt macht es irgendwie nur noch mehr Spaß aufzunehmen, muss ich sagen. Ich hoffe, wo sie kriegt das mit der Grafikkarte hin irgendwie. Weil ich dachte, jetzt kannst du endlich mal leckfrei Minecraft zocken. Ja, das war meine Intention zum Teil dahinter. Hört sich creepy an, ist aber so. Und ja, das Problem ist irgendwie... Nach ein paar Minuten wird die Grafikkarte halt wärmer und fängt das Bild dann zu flackern. Und nach einer längeren Session dann, ja, weil alle wieder schon am Zugucken gewesen, alle lieben es bei mir, Minecraft zu kicken. Das ist ein Fluch, ich will keine Minecraft-Let's Plays machen, da wird mein Kanal Minecraftisiert und das habe ich eigentlich, das mag ich eigentlich, ich will es nicht. Mein Kanal wird ein vorrangiger Nintendo-Kanal bleiben, auch wenn es irgendwann mal PlayStation-Let's Plays geben wird, PlayStation 2 auf jeden Fall. Mit der Karte, ich habe nämlich eine PlayStation 2 und da gibt es geile Games, für die ich unbedingt Let's Playen möchte. So, es wird ein Level-Up für Hector. Und wir hoffen wieder, natürlich, wie immer, es ist geil. Twang, twang, twang. Okay, Resistenz. Okay, hat er nicht so viel. Ist okay, ist jetzt trotzdem nicht so wirklich über dem Standard. Oh, hoppala, wo kommst du denn her? Oh, verdammt. Oh, Will hat's voll erwischt. Ja, ist verletzt. Oh nein, wir müssen ihn retten. Weil die 4 Schaden natürlich auch so viel Fett machen. So smooth. Oh, noch mehr. Ach, du Scheißendreck. Boah, ihr Garstigen. Und wir sind voll eingequetscht hier. Ist mal voll nicht cool und so. Du musst jetzt mal feuern hier, ganz ehrlich. Burning Hammer. Fuetzap. Und Fuetzap. Down. Wir haben einfach mal einen Pegasus gegrillt. Schmeckt bestimmt gut. Schmeckt bestimmt wie Hühnchen. Hat aber einen Flügel. Immerhin hat man mir gesagt, auch Frosch soll wie Hühnchen schmecken. Warte, ich aber weird finde, weil Frosch ist. Es ist halt ein Frosch einfach. So, was war irgendwie dumm jetzt? Ganz ehrlich, ich hätte doch... Oh. Hirndummheit muss bestraft werden. Ja gut, dann Kenneth, dann du holst jetzt die XP, ist mir egal. Kann er irgendwie umbringen? Oh, so doppelt ähnlich. Scheiße. Not good. It's not good. Oh, er steht auch so weit vorne denn. Oh. Ja, komm, ist egal. Was soll's? Was soll der Geiz? Fluxen! Smoodoo, Quansen. Und nein, ich meine nicht. Oh, verdammt, der hat getroffen, die Pissnelke. Quansen. So, du wurdest geswoodoot offiziell und Kenneth kriegt endlich sein verficktes Level Up und auf Level 20. Twang! Und er kriegt, ja geil, noch mehr Geschwindigkeit, that's good. So, jetzt stellt sich einfach mal Hector Kackendreister vor. Leider ist hier ein Wyvern und der hat eine Stahllanze und könnte Kenneth echt bösen Schaden reindrücken. Das ist nicht gut. Wenn jetzt noch irgendwo einer mit Gewitter oder so eine Scheiße kommt, wäre natürlich Oberkackendreist, aber ich glaube, da habe ich Glück. So, Heath, ja, ich weiß, du bist schon extrem überlevelt und eigentlich massig überlevelt. Ist mir aber egal, du wirst jetzt einfach... Nein, halt. Kann man die nicht markiert lassen? Ich muss mich da hinstellen. Auf den ersten Wasserfleck, dann kommt nämlich noch eine zweite Einheit an. Und für einen Wyvern-Ritter lohnt sich schon mal eine Silberlanze hinzunehmen. Oder wollen wir die Krieger-Lanze nehmen? Ach nee, das lohnt eher nur in einer Angriffsrunde, wenn man halt zweimal ohne Konter angreifen kann. So, den müsstest du jetzt down kriegen eigentlich. Ja. Ja, mach mal einfach. Eisenschwert, oh, 3 Schaden, ist ja sweet, aber ist egal, ich mach's trotzdem. Ja, es schlägt! Schön. Oh, schön, das gab geile XP. Ja, die Fliegereinheiten leveln so übelst schnell. Wenn du weißt, die ganze Map einfach quer durchfegen. So, hier kommt jetzt natürlich hinten erstmal ein paar Pissnelken, die mir voll auf den Sack gehen wollen. Das ist natürlich scheiße. So, Hector macht dir erstmal richtig Tabula Rasa, ist ihm scheißegal. Du bist down, Fritzep! So geil, ich liebe das. Geil.
Geil, geil, geil. Und er sieht schon, ja, levelt gut, ne? Schon fast Level C. So, hier kommen natürlich jetzt auch noch ein paar Pisser lang. Dann können wir ja mal Waven da hinstellen. Oder Lynn und Zubok. Mit der Fahrt, hohes genug Level. Auf jeden Fall haut ihr erstmal ab hier. Ihr geht erstmal ganz schnell weg. Vom Fleck. So, ihr kommt nicht so weit, ne? Wäre natürlich geil, wenn ich eine Distanz einheit hätte, weil ich sehe schon einen Stahlbogen, ne? Aber hat halt auch Bock drauf, auf jeden Fall. Ich überlege auch, man könnte... Na, vielleicht greift er auch Will an, weil der wehrt sich nicht. Und Einheiten lieben es, Einheiten anzugreifen, die sie nicht verletzen, die sich nicht wehren können. Das heißt, vielleicht ist Kenneth in Sicherheit. Aber vielleicht irre ich mich da dieses Mal auch. Könnte durchaus sein. Man weiß es nie. So, du stellst dir einfach mal hier hin mit einem bekackten Wurfbeil. Frisst dir zwar ein bisschen die Geschwindigkeit weg, aber du hast ja genug davon. Ist ja nur, dass du irgendwie Geschwindigkeitsmangel hast, ne? So, Nino, du stellst dich bitte mal mehr in die Mitte. In die Safe Zone. So, Bartre kann auch mal mehr mit nach oben latschen. Ach, lauf mal durch. Komm, mach mal Platz. Wir müssen richtig uns beeilen, weil die Wege verschwinden ja auch irgendwann wieder. Hat schon kacken dreistes, aber irgendwann, wenn ich erinnere mich noch dran, wenn die Map schon ein bisschen länger voran ist, denn, ja, denn muss man da eigentlich keine Sorgen mehr haben, weil, ja, da kommen die ganzen Wege wieder. Also die ganzen weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr viele, die meisten. Ich weiß nicht mehr, wie der Donnerwort läuft. Ich weiß das echt nicht. An sich weiß ich halt nur, dass die Wege verschwinden und irgendwann auch wiederkommen. Auch die Älteren, die schon längst wieder verschwunden sind. So, da kommt jemand zu von mir. Schlitz! Geil! Zweimal einsetzen gibt 4 Waffenerfahrungspunkte, weil Eisenklinge, habe ich ja mal erklärt, so ziemlich am Anfang des Let's Plays, wo man sie bekommen hat. Eisenklinge gibt, oder Klinge allgemein, geben doppelte Waffenerfahrung im Gegensatz zu Schwertern. Ist schon cool, weil Hector, ihr seht schon, Twing, selbst mit Rittertod überhaupt chanceless, die Motherfuckers. What's up, Schlitz! Wenn ich nicht bald aufpasse, dann kriegt er ein S-Level-Schwert. Möchte ich nicht. Wäre scheiße, das wäre echt uncool. So, ein Level up. Level up. Oh, geil, geil. Oh, geil. Extra geiles Level up für Hector. Cool. More of this, I need more of this. So, der Pisser kommt angeflogen. Der hat überhaupt gar keine Chance hier. Die kleine Pisserlecker hief erstmal voll zurecht. Und so, guck mal, der Wyvern ist hier der... Wer war der Typ hier? War Jesus, der über Wasser lief? Oder war das der getrennte? Oder ich sehe da nie durch. So, das habe ich irgendwie schon fast mir gedacht. Oh nein! Oh verdammt! Nein! 4 HP, okay, das ist jetzt kacken, dreist. Aber ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand rankommt. Das wäre sehr unwahrscheinlich. Und er sieht schon, er doppelt ihn, ist cool. Du wurdest geswoodoot offiziell. Von unserem lieben Kenneth oder den Zombie, wie ihr ihn genannt habt. So, Leichtschwert, ne? Das wird aber voll gut funktionieren, Kumpel. Schlitz! Und Furzep Schlitz! Geil, getroffen, 78. Hätte ja auch daneben kriegen können, ne? Man muss ja mit allem rechnen. Dump deep down, schnaddeldoing. So, der will's auch wissen. Daneben, Kumpel. What's up, Crimson? Ihr seht schon, er hat ein bisschen extra ausgeholt und schon gibt's einen Critical und er macht ihn einfach mal kaputt. Voll, ich mach dich kaputt, Alter. Richtig im Aslak Gangbang-Style. Aslak Gangbang-Style, dup, dup, dup. Nee, okay, so war das nicht gemeint. So, deine Silberlanze mag ja cool sein, aber unsere ist viel geiler. Oder schrägstrich schräg, unsere eine, das ist einfach mal viel besser als deine. Orbespieß und er kann trotzdem auf dem Wasser landen. Das ist cool. Und hier kriegt schon wieder Level ab. Alter, hör auf, so auszurasten. Das ist nicht cool, ey. Schon Level 11. Aber muss ich ihn zurückhalten? Das möchte ich nicht. Das wäre echt doof. Oh, ja, ne toll. Der sucht sich natürlich nicht den Wurf bei Fritzen aus, sondern den, bei dem er keinen Schaden machen kann und aber auch wenigstens keine Gegentreffer fürchten muss. Aber bei Raven hätte er wenigstens vielleicht Chance gehabt, Schaden zu machen. Mal ausrechnen. Ja, auf jeden Fall. 18? Nö, da hätte er durchaus 5 Schaden machen können. Hätte sich mehr gelohnt. Stellst du mal mit Eisenachs mal hier hin. Hector, du willst Schlitzen, halt gehört. Und da kommen Axteinheiten. Was für ein Zufall. Ja, du magst es zu schlitzen, nicht wahr? You like it to schlitz. So, nimm die Eisenklinge ruhig. Mach's ruhig alles, ja. Interessiert doch keinen. So, Jafar. Nee, wer macht denn den jetzt? Abato, du willst ein Level up, halt gehört. Dann hol es dir mit einem einzigen Schlag. Der hat das Pony zerteilt. Voll brutal. Und voll brutal kriegt er ein Level ab. Ich hoffe, es ist ein brutales Level ab. Boah, Alter, wie am Ausrasten ist. Schon wieder. He gets stronger and stronger. Oh my god. So, ja, Heath, du kannst dich... Mann, das ist immer so scheiße. Hör auf dich, um die ganzen Einheiten zu kümmern. Das ist nicht cool. Warte mal, hier. Florina, die will ein Level ab. Guck mal hier. Ich stell mal Florina in den Kreis der Freude da unten. Dann kommt nämlich endlich mal einer an, der auch mal...
weil sie ist Level 8, wisst ihr, weil sie einfach noch nicht so viel tötet und er pulverisiert quasi alles, Alter. 24 Defensive. Einzig was schlecht ist halt die Resistenz, aber der Rest ist halt total. Oh my god. So, Kenneth, du brauchst dringend eine Heilung, Kumpel. Hier. Heilung. Eat this. Sweet. Oh nein, das ist viel zu hell. Kenneth hält das nicht aus, er ist Emo, ihr seht. Kapuze auf, schwarze Klamotten. Okay, eigentlich eher lila, ne? Lila bis grau sieht's aus. Also bei mir jetzt auf dem Emulator. Original, wer weiß, wie das auf der Konsole aussieht. Wer weiß, wie weit der Emulator hier das irgendwie verhunzt. Weiß man nicht, ne? Kann man nie sagen. So, was habt ihr eigentlich für Waffen? Ein Wurfball. Der hat... Oh, scheiße. Der gab... Oh, nein. Wird mir aber trotzdem keinen Schaden machen, aber ich werde wahrscheinlich nie mehr treffen. Weil... ja, ne? Na, ich kann ja dann gegenteilige Doppelnegativ-Waffen-Dreiecksboni. Das ist natürlich kacke. Boah, das ist natürlich Strecken, Alter. Das ist natürlich kackenpreis. So, da ist eine Einheit, die kann er... Aber jetzt wegmachen, ne? Ja, der Typ kann echt nur den angreifen, aber er könnte auch Hector angreifen. Ach, ich bleib mal hier stehen. Und schnapp mir mal einen Kurzspeer. Kriegt er trotzdem hin, hoffe ich. So, ich habe ihm mal einen Kurzspeer und keinen Langspeer gegeben, weil der ist zwar ein bisschen schwerer, aber hat mir macht mehr Schaden, das kann keinen gebrauchen. Denn Speed hat er eigentlich ja genug irgendwie. So, du kannst einfach auch mal mitlatschen. Vielleicht kriegst du ja auch noch ein bisschen XP hier, weil hier spawnen ja auch noch Einheiten nach, ne? Ist ja no problem. So, Will, du kannst gar nicht machen, leider. Ja, wenn man den hier anlocken kann. Aber der hat ja Feuerjuwel. Oh. Und ich glaube, den Vivern Lord hier. Oder? Wo ist denn der? Ah, ne, der ist hier. Okay, wir könnten die Einheiten, die Items theoretisch noch stehlen. Hm. Er fragt sich nur, wie. Theoretisch müsste man ihn irgendwie rüber retten und dann da absetzen irgendwie und dann angreifen lassen. Einmal und dann nächste Runde stehlen. Das ist die einzige Chance, die ich da sehe. Na, mal sehen. Du kannst ja mal ein bisschen da oben supporten. Mal ein bisschen den Rettungssupport machen, falls eine Einheit irgendwie im Wasser stecken bleibt, dann kann die sich gar nicht mehr bewegen. Das ist nämlich scheiße, das würde ich richtig kacken, Dreck, Assi. Und das, oh, es macht sogar zwei Schaden, wenn er hätte getroffen, aber er tut's nicht. Und Hector hingegen trifft mit 61, 1% mehr und... Okay, das wäre auch ein bisschen unfair gewesen, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben. Und schmauern, aber er hat immerhin einen Waffenlevel abbekommen, das ist cool. Halt, könnte er einen Schnitter nutzen, das wäre mal richtig creepy. Oh, zap, zap, zap und Crimson. Normalerweise ist er nicht tot gegangen. Aber Critical takes all. Und Florina kriegt ebenfalls mal ein Level Up. Krieg endlich stärker, Mann. Du brauchst echt mal mehr ein bisschen Bums hinter dir. Oh! Florinas Level Up sind... Screwed up irgendwie. So, er hat sich natürlich den gesucht, der sich nicht wehren kann. Macht ja Sinn. Nicht. Na doch, eigentlich schon. So, ah, oh, fuck. Jetzt kommt er mit seiner Kacklichtlinge. Ja, und Ligold ist natürlich noch nicht so weit, ne? Schade. Ah, kacke. Und ihr seht schon, da haben sich schon die ersten Wege aufgelöst. Na toll. Das ist ja nicht so gut, ne? So, hier hat einer irgendwie noch eine Mine gehabt, ne? Warst du das hier? Ja. Interessiert einen ja auch eher nicht, ne? So, du kannst mal hier lang latschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da wird er nächste Runde rankommen, auf jeden Fall. Ja, lohnt sich schon. Für so ein Feuerjuwel lohnt sich's. Ach man, ich wollte ihn mal im Stahlschwert wegnehmen. Derp. Derpy derp, derpy derpy derp. Ja komm, wir machen's mal. Ich mach mal hier Wurfball, hier, guck mal, Kurzspeer-Action. Futter! Aus der Distanz aufgespießt. So, dann kriegt er nämlich schöne Punkte. Bald noch ein Level up und Hector macht jetzt einfach mal den Wurfball. Ah nein, scheiße, nicht gut. Ah, nicht gut. Warte mal, stell dich mal hier hin. Du hast ja eigentlich die beste Resistenz, ne? Ja, stell dir mal hier hin, also jetzt, na gut, das ist das Beste, ne, aber geht mit 11 Punkten, ist das okay. So, nimmst du Eisenachs, dann bist du wahrscheinlich derjenige, den sie angreifen werden, weil alle anderen würden sich ja dann wehren. Ich kenne doch meine KI. So, du schmeißt einfach mal einen Wurfball, vielleicht trifft er ja zweimal, ich würde es mir wünschen. Ja, geil, hat geklappt. Und noch ein Level up, geil! Twang, schon Level 4. Und alter Schwede, noch mehr Stärke, noch mehr Defense, noch mehr Power. Mehr Power. So, ob hier noch Einheiten kommen, weiß ich nicht, aber wir lassen Raven mal da warten. So, mit dem könnte ich einfach mal ja... Er hat natürlich auch mal 34 plus 9, also KP plus Verteidigung beziehe ich mich jetzt drauf. Ist natürlich auch schwer zu knacken für sie. Und sie macht ja nur 13 Schaden zweimal.
Und nächste Runde könnte der liebe Vogel sich mit einem Silberbogen wehren, der einen doppelten Bonus kriegt, nicht mehr einen dreifachen, habt ihr mich ja aufgeklärt. Sind aber trotzdem 26 plus 12, das sind 38 Schaden, da würde sie nur mit 25 Schaden davon gehen. Und die Trefferrate ist bei einem Silberbogen gar nicht mal so schlecht. Ja, 99 geht, ne. Würde gehen, aber will man es echt riskieren? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, was macht sie mit Gewitter? 31. Treffer? 96 geht eigentlich. Könnte man sie auch mal reinstellen, dass sie die echt mal verpulvert, die Dinger. Dann können die ganzen Einheiten hier runterpicken. Eine Teufelsachse, aber die hat so eine schlechte Trefferrate, da kann ich auch mit einer Lanze rangehen. Aber ich... Oh, ein Lanzenmeister. Das ist nicht wirklich schön. Ich stelle mich mal hier hin. Das ist, glaube ich, gut. Und nehme mir mal ein Eisenschwert in die Hand. Das ist, glaube ich, ganz clever. Hoffe ich jedenfalls. So, du kannst hier bleiben weiterhin. Ja, will ich, eigentlich will ich jetzt nichts machen, weil ich werde das Feuerjuwel in der nächsten Runde stehlen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach, ja mal. Oh, Twing! Oh, voll ins Face. Viel Schaden gemacht. Wow, das war übelst viel, Junge. Also jetzt bin ich schon akut in Lebensgefahr. So, Hector, du kannst ihn mal wegbewegen, einfach mal. Und Tipi-Mops einfach mal. Das Feuerjuwel, schön. So, der ein Schwert in der Hand hat, was aber nicht als Schwert zählt. Ihr seht, kein Lanzenboni. Kann ich auch theoretisch mit einem Wurfball drauf losschießen. Alter. Okay, er macht ihn aber nicht dauern. Das schon erfordert mein Respekt, ne? Kennt, könnt ihn natürlich auch töten. Würde auch gehen, ne? Ich überlasse das mal hier. Machen wir ein bisschen Snapshotten hier. Snapshot 1 and twang, daneben diesmal. Und Snapshot 2. So, gut vorbereitet. Jetzt muss Kentucky Fried Chicken nur einmal treffen. Dann ist der Typi down. Let's go. Fritze. Oh. Komm schon, du musst treffen, Mann. Treff. Ja. Tschüss, Mann. Gibt schon Erfahrungspunkte. Und Kentucky Fried Chicken kriegt einen Level Up. Oh yeah! Und warum sollte er auch Stärke kriegen? Wäre immer geil, ne? Wäre immer echt nützlich. Naja, was soll's, Leute? Trophäenschüssen, Mann. Trophäenschüssen, Mann. Ey, krass. Gangster-Dingen-Gedöns. So, Kennis. Mann, du willst echt einen Leitstern haben, Mann. Alter, Fahr läuft auch mal mit. Ninian. Oh, bleib hier. Ellie wird stellt sich ja zu. Wir haben uns jetzt voll ins Wasser gestellt. Eigentlich total dumm irgendwie. Ist doch dumm. Ich lach mich krumm. So, du kannst sie da oben stellen und... Nö, eigentlich kannst du mal nach unten gehen. So, Heath, du bleibst weiter stehen. Du bewegst dich mal mit denen hier mit. Die beschützen dich. Er auch. Ist ganz wichtig, dass Nino beschützt wird. Ach ja, mal dieses Babysitten hier. So, Leute. Ich frage mich, ob das bei meinem neuen PC ebenfalls geht. Aber, oh, ich sehe schon, die Folge ist dementsprechend lang, Leute. Und deswegen sage ich, ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Fire Emblem 7 Blazing Sword. Ich danke euch wieder mal vielmals fürs Zuschauen und bis in der nächsten Folge wieder mal. Macht's gut, haut rein. Tschüssikowski und ciao.